Die 80er Jahre waren für Baslitz eine wichtige Zeit. Es war die Zeit, in der er sich international als wegweisender Künstler positionierte. Es ist die Zeit, in der er erste Erfolge in den USA auch feiern konnte. Diese 80er Jahre, vor allem die frühen 80er Jahre, waren eine Auseinandersetzung mit expressiven Traditionen bei Baselitz. Wir haben ein Hauptbeispiel in der Ausstellung, der Brücke-Chor von 1983, in dem sehr viele baselitzsche Elemente zusammenkommen. Wie wir wissen, ist Baselitz in Deutsch-Baselitz, in einem Dorf in der Nähe von Dresden geboren. Und der Bezug, die Bezugnahme zu den Brücke-Künstlern, die in Dresden 1905 eben diese Künstlervereinigung gegründet haben, ist nicht ganz zufällig, weil er mit dieser Hommage an diese ersten wichtigen deutschen avantgardistischen Künstler sich natürlich auch als Sachse sozusagen in diese sächsische Kunstgeschichte einreiht. Und Sie sehen in diesem Bild drei der wichtigsten Brücke-Künstler vereinigt, in der Mitte Kirchner, links Schmidt-Rottluff und rechts Erich Heckel. Und zwischen Kirchner und Heckel taucht ein phantomatischer Kopf auf. Und das ist sozusagen die Erscheinung des Urvaters, des Übervaters der expressiven Malerei, Edvard Munch, der Norweger, den Baselitz wohl als den für ihn bis heute als seinen wichtigsten Bezugspunkt ansieht, den er bereits Ende der 50er Jahre entdeckt hat und den er hier auch in der Form des Munchschen Schreis einbezieht in dieses Familienbild, das eigentlich sozusagen die Keimzelle der modernen Kunst in Deutschland manifestiert.